Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Wir befinden uns gerade bei den Geckos quasi zu Hause und machen die fertig. Dafür müssen wir nochmal 2 Schritte laufen. Er kann außerdem nicht hinterherlaufen, wenn er es gerne tun möchte. Dankeschön. Oder machen wir ihn kaputt. Ganz, ganz easy. Und hoffen, dass er uns nicht schlägt. Wenn der Gecko nämlich Abkürzung nimmt und quasi noch AP übrig hat, dann schlägt er uns einfach. Und wir können nichts dagegen tun. Okay. Du willst also jetzt komplett aufs Maul? Also kann er uns zweimal schlagen, ne? Egal, ich will den Typen jetzt tot sehen. Der läuft mir hinterher und schlägt mich gleichzeitig. Ich glaube, ich habe meine Waffe verloren. Meine Waffe ist runtergefallen. Ja. Frage ist nur, wo sie ist. Dreck. Jetzt stirb halt! Okay. Wenn wir ihn hiermit zweimal schlagen und dann weglaufen, kann er uns nur einmal schlagen. Halleluja, das liegt meine Waffe. Meine Fresse. Sieht man schon, wie stark die Viecher sind, ne? Das ist unglaublich. Aber wir können uns ja zum Glück ausruhen. Wir müssen unser Heilpulver noch gar nicht verschwenden. Gott. Das ist bestimmt unser alter Pip-Boy, ne? Müsste es eigentlich sein, Pip-Boy 2000. Kommst du? Hallo, Dude? Na gut, fange ich schon mal an. Am besten wäre es natürlich überhaupt gar nicht getroffen zu werden. Aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Nicht mehr viele Geckos übrig. Die Erfahrung tut auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich meine, gerade am Anfang müssen wir eigentlich alles mitnehmen. Geht ja nicht anders. Hätten wir beim Teil 1 auch machen sollen, dass wir alle Ratten am Anfang töten. Das wäre wohl wichtig gewesen. Hätten wir wohl am Anfang nicht so große Schwierigkeiten gehabt, wenn wir es gemacht hätten. Wenn wir jetzt so gucken, wir haben schon 1900 Erfahrungen, 1000 Erfahrungen noch und dann sind wir schon auf dem nächsten Level. Das geht eigentlich recht fix. Ach, da ist noch einer. Hallo. Hat mich gar nicht gesehen. Oh. Schön kritisch getroffen. Das lobe ich mir, Freunde, das lobe ich mir. Und tot. Das ging fix. Das freut mich doch. Das freut mich doch. Konnten wir irgendwas einsammeln? Nein, schade. Na gut, nehmen wir auf jeden Fall. Weiß das da, was ist? Hallo? Ich stehe sogar drauf. Das grüne Zeug sieht nicht so wirklich gut aus, oder? Also bin ich der Meinung. Na gut, bringen wir noch mal die letzten Geckos um. Erstens, wenn die ausweichen, ne? Ah, jetzt wollen sie beide hinter mir. Na gut, das macht nichts. Können den ganzen Weg ruhig zurücklaufen. Solange wir uns immer um einen kümmern, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Aber somit wissen wir schon mal, nach diesem Kampf ist es vorbei. Dann haben wir alle Geckos hinter uns. Nummer 1 ist tot.
Und gleich folgt Nummer 2. Vielleicht kann uns im Dorf noch irgendwer was beibringen. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir da irgendwie noch was Zusätzliches bekommen auf unserem Weg. Ich meine, erstmal gucken, was wir gleich für die Rettung des Hundes bekommen, ne? Ist ja schon eine Sache. So, einmal noch treffen, dann müsste er tot sein. So. Ab zum Hund. Ja, Hund, ich komme. Mach dir keine Sorgen. Wo läufst du denn lang? Au. Okay. Grünes Zeug nicht berühren. Na, wo wie? Alles gut bei dir? Komm, mein Kleiner, komm. Au. Pass auf, das grüne Zeug auf, ne? Ich hab dich gewarnt. Somit haben wir gelernt, grünes Zeug auf dem Boden vermeiden. Immerhin etwas. So, welcher Typ war das, der uns die Quest gegeben hat, der hier unten irgendwo, ne? War das der hier unten oder war das der hier? Oder? Achso, oder? Wahrscheinlich du. Du hast Rauch gefunden, danke. Rauch, du bist ein böser Hund. Gern geschehen, tschüss. 100 Erfahrung nur. Na gut, da hat das Töten mehr gebracht, ne? Kann ich dir vielleicht noch helfen? Mein stammesbrüchiger Freund. Hallo, ausgewähltes Wesen. Kann ich dir bei deiner Aufgabe helfen? Ich dachte, ich kann dir helfen. Ich schaue mich noch ein letztes Mal im Dorf um, bevor ich gehe. Mögen die Götter dich beflügeln, damit du den Garten Eden zurückbringst, bevor es zu spät ist. Ich hätte ein paar Fragen. Ja, tschüss. Haben wir jetzt mit allen geredet? Du siehst noch anders aus, ne? Du bist also auserwähltes Wesen, Wie steht's mit der Suche? Oh, gut. Vielleicht brauchst du die Hilfe eines Kriegers. Natürlich, wobei kannst du mir helfen? Ich weiß, wie man mit Fäusten und Füßen kämpft. Meinst du kannst das lernen? Ja. Was kannst du mir beibringen? Du kannst jetzt alle, du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen konnte. Viel Glück auf deiner Suche. Ja, wow. Hallo, ich habe gehört, du bist das auserwählte Wesen. Jetzt kannst du unser Dorf vielleicht retten. Na ja, gut. Nichts mehr. Wirkt hier noch irgendwer irgendwie ein bisschen wichtig? Nein. Ja gut, den Brunnen haben wir repariert. Ne? Du siehst Brunnen. Wer hätte es gedacht? Gut, hauen wir ab. Wir haben alles erledigt, glaube ich. Sollen wir bei den anderen Städten, die wir finden, auch machen, um wirklich das Maximale rauszuholen, um es wirklich leicht zu haben. Nicht so wie bei Fallout 1, wo wir am Ende wirklich Schwierigkeiten hatten, gegen die Supermutanten anzukommen. Sei gegrüßt, auserwähltes Wesen. Schön, dich zu sehen. Wie kann ich dir dienen? Ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich werde bald wieder auf die Suche gehen. Mögen die Geister deine Vorfahren dich beschützen, ausgewählt, bla bla. Wir haben übrigens immer noch die Ränder an der Seite. Ich dachte, wir kommen hier raus. Wie komme ich weg hier? Ah. Ich sehe schon, ich sehe schon, Freunde. Ne, wir haben doch keine Ränder mehr. Die waren wirklich nur da oben beim Tempel. So, was haben wir denn hier? Nein, du erzählst auch nur den gleichen Scheiß, wie immer. Haben wir hier irgendwas zum Klauen? Alles beklauen, was geht hier. Warum gibt's hier so viele Töpfe, wenn da nichts drin ist? Ganz ehrlich. Was soll der Scheiß? Ach, hier sind auch wieder die Ränder, ne? Na gut. Es liegt wahrscheinlich daran, weil links und rechts nichts anderes ist. Hallo, auserwähltes Wesen. Machst du dich auf die Suche nach dem GEEK?
Oh ja, aber ich habe mich über deinen Speer gewundert. Der sieht etwas anders aus. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man besonders stabile Klingen macht. Hol mir ein Stück Feuerstein, dann repariere ich auch deinen Speer. In der Wildnis wirst du ihn brauchen. Wo finde ich Feuerstein? Man sagt, deine Tante Morlis hat einen Vorrat. Sie ist also schlecht gelaunt. Achso, sie ist so schlecht gelaunt, dass sie bestimmt noch niemand gefragt hat. Aber die Hexe will bestimmt etwas dafür haben. Okay, gut, dann gehen wir nochmal zurück. Wir sind noch nicht fertig. Wir kriegen einen besseren Stab. Da sage ich am Anfang auf jeden Fall nicht nein. Meine Tante war das hier übrigens. Was ist los? Du weißt, dass ich viel zu tun habe. Sagte was? Raus mit der Sprache. Er sagte, du hättest vielleicht etwas Feuerstein. Ich habe Feuerstein. Ach, und du willst welche? Oh ja. Ich will 3 Portionen Heilpulver. Es kommen schlechte Zeiten und ich werde darauf vorbereitet sein. Bring mir das Heilpulver und du bekommst den Feuerstein. Na los, mach schon. Ja, Tante. Oder? Tante Morris, ich habe die 3 Portionen hier. Hier hast du den Feuerstein und jetzt verschwinde. Ich habe keine Zeit zu verschwinden. Und so weiter und so fort. So, aber wir können auf jeden Fall neues Heilpulver herstellen, wenn wir zu unserem Heiler gehen, ne? Sehr schön. Ich würde sagen, dann kriegen wir auf jeden Fall schon mal einen besseren Stab. Das ist für den Anfang schon recht gut. Meinem Garten steht alles zum Besten. Möge dies ohne. So, es wirkt schon ein bisschen so, als hätte ich das Spiel schon mal gespielt, aber nein, ich habe es wirklich noch nie gespielt. Es ist einfach nur Zufall, dass ich wirklich alles gerade schon gefunden habe. Wobei wir haben wirklich alle Leute angequatscht und alles Mögliche gemacht. Von daher ist eigentlich kein Wunder, dass ich jetzt alles gefunden habe hier im Dorf, weil wir mit jedem gequatscht haben. Das sollte man wirklich in Fallout 1 auch wirklich tun. Nicht so wie in Fallout 1, da gab's. Ich bin am Anfang durchgegangen wie bei Fallout 3. Quasi einfach nur blind irgendwo hingehen, irgendjemanden mal anquatschen und das war's. Ja, ich hab noch was. Das ist ein schönes Stück. Gib mir dein Speer. Jetzt machst du das mit den Stücken so. Hier ist dein neuer Speer. Danke, mein Freund. Das ist eine große Hilfe. Geschärfter Speer. Ja, 4 bis 14. Wieso nicht? Kann man gerne machen. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso geht's nicht weiter? Und damit breitet sich für uns die Welt aus. Stadtwelt? Achso. Wildnis, Tempeleingang, Dorf, Brücke. Okay. Gehen wir zuerst mal hier hin. Oh Gott, hier. Okay, hier haben sie 30 FPS wieder drin. Nur die 15 FPS waren das damals, ne? Jetzt ist das ja Ganze auf 60 FPS hochgegangen, aber nicht hier auf dieser Karte. Bei Fallout 1 war es noch auf der Karte so, dass es da auch die 60 FPS gab, aber hier sieht man, wie der Zeiger wirklich rumlaggt ohne Ende. Da wären wir. Coole Nummer. Schauen wir uns hier erstmal ein bisschen um, ne? Mu, mu, mu. Ich, Thor. Schön, dich kennenzulernen, Thor. Hier ist in letzter Zeit was Interessantes passiert. Wanzenmänner nehmen Mumus nachts. Thor, Angst. Hilf, Thor. Sicher, Thor. Ich kann dir helfen, die Brahmi zu bewachen. Du helfen, Thor. Mumus fällt. Zeigt nach Osten. Jetzt. Ja. Lächelt. Ich werde dir jetzt helfen, die Brahmin zu bewachen, Thor. Okay. Was, ein billiger Skorpion oder was? Du siehst einen von zwei sich anlehnenden Männern. Sie könnten Zwillinge sein. Sie sind beide ziemlich muskulös und haben buschige Augenbrauen. Sind aber die einzigen Leute hier. Thor mag Zero. Thor, danke. Wanzenmänner böse. Nicht lassen Mumus essen. Ich hoffe, wir können diese Angriffe auf deine Mumus beenden. Ich meine Brahmin. Ich glaube nicht, dass sich jemand traut anzugreifen, wenn wir beide hier sind.
Können wir durch reden? Was zum Teufel machst du hier? Willst du uns helfen oder nicht? Wenn du interessiert bist, hätten wir vielleicht einen Job für dich. Was für ein Job? Nun, es geht. Gibt da etwas, wofür wir Hilfe gebrauchen könnten? Hehehe. Was denn? Okay, das ist der Deal. Wir brauchen Hilfe, um einige Brahmin aus der Hand dieses Idioten Thor zu befreien. Du kannst ihn entweder mit Worten überzeugen oder ihn niederschlagen. Aber tu ihm nicht zu sehr weh, sonst gibt's Krawalle. Okay. Eigentlich bin ich hier, um dich zu warnen. Ich glaube, nee. Ich habe einige Wanzenmänner auf der anderen Seite des Felsens gesehen. Da ich dein Freund bin, werde ich die Mumus für dich bewachen, während du Hilfe holst. Nein. Will ihm helfen? Oh. Ich glaube, die müssen hier alle platt gemacht werden, oder? Ach, die Reichweite reicht nicht. Wir helfen ihm. Ach, plötzlich kann ich sie alle fertig machen, ne? Plötzlich sind sie kein Problem mehr. Ich muss aufpassen, die dürfen mich echt nicht vergiften. Aber vergiftet werden will ich wirklich nicht. Das ist das Letzte, was ich gerne möchte. Au. Shit. Na gut. Können wir sie gleich verprügeln hier. Wir haben ja sowieso gegen Gift. Perfekt zu laufen. Was soll denn das? Ach, komm schon. So, ich hoffe, das waren die. Ah, du siehst siegreich aus dem Kampf hervor. Saubere Sache. So, haben wir jetzt damit geholfen? Wanzen tot, Mumus sicher, danke dir. Ach, und die Typen sind weg. Sehr schön. Die Frage ist, können wir uns jetzt heilen, indem wir das hier machen oder sterben wir? Sind wir jetzt geheilt? Ja, wir sind geheilt. Sauber. Haben uns gegen Gift gespart. Gut. So, wo wir jetzt schon mal hier sind, was ist das da unten für ein Ort? Was ist das? Teile der radioaktiven Skorpione. Diese Skorpionpanzerzangen sind ausgehöhlt. Ein Riemen mit kaputter Schnalle ist an ihnen befestigt. Das wiegt 10 Pfund. Was zum... Verstehe ich nicht. Wir nehmen es mit. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber wir werden es wahrscheinlich irgendwann herausfinden. Keine Ahnung, was uns das bringt. Schnitzelfleisch. Ja, wieso nicht? So, wir können hier unten lang gehen und wir können wahrscheinlich... Nee, wir können nur unten lang gehen, ne? Aber gut, ich denke mal, das ist ein wichtiges Item, das wir brauchen werden. Für was auch immer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir zurück.
Was haben wir hier? Ich muss mich hier erstmal umgucken, Freunde. Es gibt wahrscheinlich sehr viel zu klauen, sehr viel anzugucken. Ich möchte jetzt nicht die gleichen Fehler machen wie damals in Fallout 1, wo wir plötzlich irgendwie eine ganze Stadt gegen uns hatten und what the fuck? Ich hätte gerne das Rohrgewehr dabei. Wie viel wiegst du denn? Gibt's doch nicht. Ah, die Schwänze alle weg. Komm, scheiße für die Schwänze. Walkie-Talkie nehmen wir auch mit und den Rest auch dann. Komm. Können wir alles immer noch verkaufen, Freunde? Und wir kommen wieder. Wir können hier sowieso sehr viel verkaufen. Wir sollten erstmal ein Warenhaus oder so suchen. Wie zum Beispiel hier das Badhaus. Was auch immer das ist. So, handeln bitte. Saubere Sache. Geld. Wieso gibt es hier plötzlich Geld? Haben die die Währung wieder zurückgesetzt oder was? Keine Kronkorken mehr? Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, bieten. Somit haben wir schon mal ein kleines Accessoire gekauft. Dankeschön, 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 Regen. Okay, das ist ein guter Tausch. Was für beaufsichtigte Spezialbäder gibt es denn hier? Die Spezialbäder sind unterschiedlich teuer, je nachdem, wie viel Zeit das Mädchen mit dir verbringt und welche besonderen Dienste du nutzen möchtest. Es ist ein Puff. Du meinst, ich kann das mit einem richtigen Mädchen machen? Ich bin dabei. Folgende Badevarianten stehen zur Verfügung: Waschlappen, Handwäsche, kurze Ganzkörperwäsche. Warte, warte. Und schließlich der um die Welt voll quietschsauber Service mit der hübschen und talentierten Jenny, die erst vor kurzem im feinsten Haus der Dänen geschult wurde. Wie steht's mit einem Nachlass für die Bäder? Naja, eigentlich wäre es nicht fair, für einen unserer Dienste einen Nachlass zu gewähren. Meine Mädchen sind absolut das wert, was sie verlangen. Okay. Ja gut, wenn ich keinen Nachlass kriege, dann gehe ich eben wieder. Tut mir leid, dass wir dir nicht weiterhelfen konnten. Vielleicht schaust du später nochmal vorbei. Okay, wir werden einmal ganz kurz sprechen. Safe Point. So, und dann machen wir die Tür auf und quatschen mit den Mädchen mal alleine. Hallo Mädel. Hallo Meister, mein Name ist Jenny. Hast du Lust, richtig abgeschrubbt zu werden? Eigentlich könnte ich es vertragen, mal abgeschrubbt, abgeschrubbelt zu werden. Stups, stups, zwinker, zwinker. Oh Mann. Ist das dämlich. Ja, ja, gut. Es ist besser als mein Telefonieren. Muss man schon sagen. Erzähl mir von Fallenstellern. Ja, eigentlich gibt's nicht viel über die Fallensteller zu sagen. Sie holen sich ein paar Geckohäute oder haben Glück und fangen ein paar goldene Geckos. Und dann kommen sie her, um Dampf abzulassen. Schnell und nicht zu anspruchsvoll, so wie ich's mag. Oh Gott. Ich glaube, das ist im Augenblick alles. Komm. Okay, vielleicht braucht hier jemand Hilfe, ne? Einer von den Mädels vielleicht will eine raus oder so. Und dann kommt sie mit. Ich weiß es nicht. Wir gucken hier einmal. Cool, was ist denn das? Bier. Naja. Darauf bin ich nicht so scharf. Wolf pfeift. Hat er so ein Mädchen? Du solltest mit der dicken Nase Sally reden. Dicke Nase Sally? Ach, die hier oder was?
Eine Frau mit einer großen Nase. Schraube die Schraub. Ist da jemand gerade drinne? Ah, die scheint, als würde sie eine Rüstung haben, ne? Oh, falls wir mal ein Seil brauchen, wissen wir, wo wir es kriegen können. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir schauen uns morgen hier noch ein bisschen um, bevor wir weitergehen. Hier gibt es sehr viel zu erkunden, sehr viel zu tun, sehr viel zu machen, wie es wahrscheinlich. Ich würde auch sehr gerne hier reingucken. Ich glaube, das machen wir jetzt noch. Oh, ist abgesperrt, ja? Dann öffnen wir das Ganze nochmal. Ich will die Tür nicht absperren. Ach, sie ist schon offen gewesen. Ah, das sind die Toiletten. Ich wollte die Toiletten absperren. Na gut, Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.